Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr auf meinem Kanal Papierstoffiges vorbeischaut. Mein Name ist Ingrid und heute habe ich eine Karte für euch, die ich bei Deb Joy gesehen habe. Ihr Kanal heißt Delight of My Art und sie nennt sich Up Down Up Funfold Karte. Ich habe sie natürlich in Zentimeter umgewandelt. Sie hat ein Maß von 11 x 14 cm, passt aber in unseren C6 Briefumschlag und ja, natürlich habe ich sie papieroptimiert. Und wie die aussieht, ja, wenn man die öffnet, hat die hier so ein Innenteil. Und hier innen drin, das ist keine große Fläche. Ich mag ja Karten, wo man nicht viel schreiben muss. Dem das aber nicht reicht, kann natürlich die Rückseite verwenden. Und man kann sie natürlich aufstellen. Das heißt, der Beschenkte oder derjenige, diejenige, die diese Karte bekommt, kann sich noch richtig lang daran erfreuen. Wir machen heute diese hier. Und natürlich habe ich sie papieroptimiert. Das heißt, die Maße und den Zuschnittplan findet ihr unten in der Beschreibung im PDF. Die Anleitung sowie Tipps und Tricks natürlich nur hier im Video. Ich hoffe, ihr seid interessiert. Wir starten gleich nach dem Intro. Was wir dafür brauchen, sind unsere üblichen Verdächtigen, wie unser Papierschneide- und Falzgerät, ein Falzbein, eine Papierschere. Wir brauchen natürlich Material, ein DIN A4 Farbkarton. Ich habe hier Savanne. Wir brauchen natürlich Designpapier. Ich habe mir hier dieses ausgesucht. Das hier ist Wilder Weizen und hier Wilder Weizen und Lagunenblau. Und das habe ich aus diesem Celebration Papier. Das nennt sich Rosenzart. Genau, wie gesagt, hier Wilder Weizen und Lagunenblau. Deswegen habe ich mir auch gleich mal diese zwei Stempelkissen zurechtgelegt. Natürlich brauchen wir irgendwas zum Dekorieren. Ich werde heute mit diesem Set arbeiten und habe mir dieses Blumenarrangement auf Aquarellpapier schon mal aufgestempelt. Das werde ich kolorieren. Da die Karte zu dick ist, um sie mit einem Magneten zu verschließen, brauchen wir ein passendes Band, ca. 55 cm. Und natürlich ein bisschen was für die Akzente. Das hier sind Lackakzente mit Glitzereffekt in Gold. Nun gut, ich glaube, das Wichtigste habe ich erwähnt. Ich räume weg und wir legen los. Wir starten mit dem Zuschnitt der Karte. Dafür legen wir unser DIN A4 Farbkarton mit der kurzen Seite oben an und schneiden uns ein 14 cm Stück ab. Unsere Karte wird nämlich in der Höhe 14 cm. In der Länge kürzen wir sie auf 26 cm. Das gibt uns hier so einen kleinen Rest. Und dann falzen wir. Wir lassen es an der langen Seite angelegt und wir falzen bei 2 cm, bei 7,5 und wenn ihr das richtig rumfalzen wollt, beziehungsweise diese Bergtalfalzung haben möchtet, dann sollten wir das jetzt einmal flippen. Dann falzen wir, wie gesagt, bei 7,5 auf der gleichen Seite auf 18,5 und dann bei 24 und es wäre nochmal wieder zurückflippen, bei 24 anlegen und hier Kontrolle müsste bei 2 cm liegen und wir falzen. Wunderbar. Wir legen unsere Karte an die kurze Seite an. Wir legen bei 4 cm an. Ich gucke auch noch mal hier auf der mittleren Markierung, dass ich hier wirklich gerade bin. Und dann kommen wir mit der Schneideklinge und schneiden in diese 2 cm, also von oben bis knapp vor die erste Falzlinie. Ich sage immer bis knapp vor die erste Falzlinie, weil man den Rest ganz einfach mit der Schere noch einschneiden kann. Wenn man aber übers Ziel hinausgeschossen ist, wird es schwierig. Und unten natürlich auch in diesen 2 cm. Das Ganze einmal drehen um 180 Grad.
Und nochmal bei 4 cm anlegen. Auch hier wieder Kontrollblick und von oben bis knapp vor die Falzlinie. Und dann ziehe ich mein Messer runter und komme von unten und schneide auch bis knapp vor die 2 cm. So sieht das jetzt auf beiden Seiten aus. So, ich kontrolliere jetzt, ob ich noch irgendwas nachschnippeln muss. Hier vielleicht ein bisschen. Das sieht gut aus. Auf der Seite. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen. Okay. Was wir jetzt machen ist, wir schneiden hier diese unteren Bereiche ab. Und zwar schneiden wir die Falzlinie mit weg. Also wirklich ganz knapp. Und jetzt habe ich es nicht richtig gemacht. Es ist so schwierig unter der Kamera. Nochmal. Okay, jetzt sieht es schon besser aus. Also mit Falzlinie wegschneiden. Mal schauen, ob wir das besser hinkriegen. Jawohl. Und das machen wir auf beiden Seiten. Als nächstes falzen wir unser Mittelteil. Dafür nehmen wir unseren Reststreifen. Da brauchen wir die komplette Länge. Das ist also 29,7. Und wundert euch nicht, die Maße, die wir jetzt falzen, sind ungerade. Aber dadurch, dass die so im Akkordeon ineinander gefaltet werden, müssen die eben, können die nicht gleich, also gleich breit sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay, wir falzen bei 5,8. Die nächste Falz ist bei 11,7 und da flippen wir einfach einmal rum, damit wir dann später mit der Berg- und Talfalz richtig rumliegen. Also 11,7, 17,7, einfach weiterschieben, wir flippen nicht, 17,7, oh, es glänzt, so 17,7 und 23,7 und hier flippen wir noch einmal. 23,7. Okay. Die Berg- und Talfalz gibt uns also vor, wie wir falten. Das heißt, das Tal kommt nach oben und wir ziehen richtig, richtig fest die Falzlinie nach von beiden Seiten. Das nächste geht in die nächste, in die andere Richtung meine ich. Nochmal richtig nachziehen. Und nochmal in die Richtung sehe ich. Ich gucke auch immer, dass eben hier die Kanten gleich bleiben. Dann weiß ich, dass ich gerade bin. Oder einigermaßen gerade, so. Und wenn ihr fertig seid, sieht das ungefähr so aus. Und da müsst ihr gucken, weil eine Seite passt in die andere rein. Und das ist die hier. Seht ihr? Wir landen also vor der Falz, würden wir es andersrum umlegen wollen, wäre das hier einfach zu lang. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen hier unterschiedliche Maße, damit das dann zum Schluss, Moment, ich stelle es scharf, ich bin zu nah dran, damit das dann zum Schluss alles schön bündig abschließt und ineinander passt. Okay? Also, so geht das dann auf. Wenn ihr das andersrum reinlegen wollt, werdet ihr schon sehen, dass es hier nicht passt. Natürlich ziehen wir auch die Falzlinien von unserer Karte nach. So, und die sollte exakt aneinander passen. Hoppsa, ich habe hier eine Falte reingedrückt. Ja, so sollte die passen. Und als nächstes schneiden wir unser Designpapier zurecht. Am besten ist es, ihr sucht euch ein Designpapier aus, das euch von beiden Seiten miteinander kombiniert gut gefällt. Und solltet ihr eine Richtung haben, ich gucke jetzt gerade, meine ist so, dann schneiden wir quer. Und zwar 20 cm ab.
So, wir haben also die komplette Breite, die 12 Inch und 20 cm hoch. Diese 20 cm, die legen wir oben an und schneiden uns 13,5 cm ab. Und das werden jetzt die Aufleger für die Karte. Hier brauchen wir 4 Stück, die 13,5 sind und 5 cm breit. Habe ich 3 gesagt? 4. Ich hoffe, ich habe nicht 3 gesagt. So, 2. Und das letzte Stück hier ist für die Karte innen, also die Mitte. Den restlichen Streifen hier, da brauchen wir jetzt auch 4 Stück, nämlich 6,5. 6,5 mal 5,5. So, also 6,5 ist der Streifen schon. Das heißt, wir brauchen 4 Stücke, die 5,5 sind. Ich habe nur 4 Teile bedacht. 5,5. Jetzt aber konzentrieren hier. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Und 4. Okay, dieses Reststück. Packt das nicht zu weit weg. Ich erkläre euch dann, wenn wir soweit sind, noch, was ihr damit machen könnt. Die Designpapiere können wir schon aufkleben und wie ihr seht, könnt ihr euch jetzt entscheiden, welche Seite ihr in welchem Bereich aufklebt und wie eure Karte dann geschlossen aussehen soll. Und das meinte ich vorhin mit dem Designpapier. Ich habe nur 4 gerechnet für diese Flächen hier. Solltet ihr aber da auch eins wollen, dann schneidet ihr euch einfach aus dem Rest, den wir gerade beiseite gelegt haben, einfach nochmal ein 5,5 cm Stück ab. Und dann habt ihr hierfür auch einen Aufleger. Ich gucke jetzt nochmal, was oben unten ist. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen bei diesem Papier. Aber gut. Mein Kleber möchte nicht. Also nehme ich den anderen. Und die anderen möchte ich natürlich in Kontrast haben, also nehme ich die andere Seite. Die restlichen 2, die kommen natürlich an die Außenseite. Und je nachdem, wie groß der Monk in euch ist, könnt ihr natürlich gucken, dass die im Motiv fortlaufend sind, wenn ihr das möchtet. Als nächstes können wir dieses Teil einkleben. Ich würde euch empfehlen, nochmal zu überprüfen, was oben und unten bei eurer Karte ist. Dann zu gucken, wie das hier, dieses Element hier verschlossen wird. Und das hier ist oben, das hier liegt unten. Das heißt, das ganze Ding gehört so dahin. Wir verschließen es erst einmal und positionieren das Ganze. Ihr guckt also, dass es oben und unten vermittelt ist, dass es gerade ist und dass ihr die gleichen Abstände zu links und rechts zu den Kanten habt. Wenn ihr das habt, dann löst ihr das obere. Ich habe es schon verrutscht. Okay, mal schauen. Ihr löst das obere und fixiert das untere. Und wenn ihr das hier festhaltet, dann könnt ihr hier umklappen und da Kleber auftragen. Gut festhalten. Ich meine mit Flüssigkleber, dann könnt ihr noch ein bisschen rütteln und rückeln, aber es wäre ganz nett, wenn das gleich von Anfang an passt. Okay, so drauf und dann können wir das Ganze noch mal schnell schließen und noch mal überprüfen, ob es gerade ist und mittig.
Sieht ganz gut aus. So, und dann können wir auch schon lösen. Das Schwierigste ist geschafft. Wir öffnen die Karte und klappen diesen Mechanismus hier also einfach nur einmal zu und tragen hier Kleber auf. Und schließen die ganze Karte. Okay? Das mag vielleicht ein bisschen umständlich erscheinen, aber ich sag's euch, so ist es am einfachsten. Gut, Karte wieder umdrehen. Und jetzt ist es einfach, diese Seite zuklappen, hier Kleber auftragen und schließen. Okay. Je nachdem, wie schnell euer Kleber anzieht, müsst ihr noch ein bisschen geduldig sein. Vielleicht das eine oder andere nochmal nachdrücken. Mit dem Falzbein nachfahren. So. Falsch geschlossen, seht ihr? Es funktioniert gar nicht andersrum. Es funktioniert gar nicht falsch rum. So, das ist meine Karte. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum wir nicht gleich das Designpapier aufgeklebt haben, bevor wir es jetzt tun, der Grund ist, dass wir hier noch das Band anbringen müssen, bevor wir das Designpapier aufkleben. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das nicht vergesst und das genau an der richtigen Seite nicht aufklebt, dann könnt ihr das natürlich vorher tun. Ich dachte mir, ich zeige euch die sichere Variante. Deswegen haben wir jetzt erst einmal aufgeklebt und bringen jetzt die Designpapiere an. Aufgepasst, das hier ist die innere Seite. Hier können wir das Designpapier aufkleben, hier noch nicht. Ich drehe das natürlich um und mache den Kontrast. Und nun bringen wir das Band an. Am besten funktioniert das mit doppelseitigem Klebeband, wenn ihr euch hier so einen Streifen auftragt. Es muss auch nicht bis zur Kante sein, aber einfach mittig. Die Schutzfolie lösen. Und dann einmal rundum legen. So, ich ziehe mir die Enden hier immer gleich lang oder beziehungsweise das untere ein bisschen länger. Dann sehe ich ungefähr, wo ich hier lande. Und dann schiebe ich das Ganze auf die Karte mittig und drücke es an. Natürlich sollte es gerade bleiben. Und wenn ihr das habt, dann kann das Designpapier drauf. Ich mag es nicht, was hier für Kanten entstehen, wenn man eine frische Klinge drin hat. So, und hier tue ich jetzt ein bisschen mehr Kleber drauf, damit es auch auf dem Band gut hält. Voilà, die Karte ist fertig. Jetzt geht es ans Dekorieren. Und nochmal, lasst mich nochmal erwähnen, solltet ihr hier einen Aufleger haben wollen, haben wollen möchten, dann könnt ihr euch einfach noch ein 5,5 cm Stückchen abschneiden und hier reinkleben. Wenn euer Designpapier beschriftbar ist, dann passt das. Ansonsten könnt ihr vielleicht noch einen weißen Aufleger drauf machen oder ihr macht hier jetzt einen weißen Aufleger. Ich schätze, ich werde das tun, weil mir der Farbkontrast ein bisschen zu extrem ist. Aber als erstes, Deko-Time.
Ich habe den Stempelabdruck ein bisschen trocknen lassen. Hier habe ich mir aus leider meinem Lieblingsstempelset von Ulrike alles Gute gestempelt und ausgeschnitten. Okay, ich habe hier noch einen Sisalfaden und den mache ich noch in den Hintergrund. Die losen Enden noch ein bisschen sichern. Und dann kommt die Blume erhöht aufgeklebt. Das passiert mit meinen Dimensionals. Da reichen auch 4 Stück. Und für den Spruch, den Stempelabdruck, da brauche ich natürlich die kleinen. Was jetzt noch bleibt, sind die Glitzersteine. Die sind wirklich schön, diese Glitzersteine. Die sind flach. Tragen also nicht so sehr auf. Was dann noch bleibt, ist das Band zurechtzuschneiden. Und da es Polyester ist, können wir es abflammen. Nicht für Kinder geeignet, bitte nicht nachmachen. So, puha. Und das wär's. Also ich binde danach noch eine Schleife. Aber so sieht meine Karte jetzt aus. Ganz schön Dimension hier. Und wenn man es öffnet, habe ich mittlerweile hier auch schon den weißen Farbkarton, also Grundweiß, aufgeklebt. Dann kann man eben kurz was reinschreiben. Das sind genau die Karten, die mir gefallen, wenn nicht viel Platz für Text ist. Und falls ihr euch wundert, das ist Absicht, dass man diese Karte nicht flachlegen kann, aus einem bestimmten Grund, nämlich dann kann ich diese Flächen hier größer machen und dieses Aufbringen ist nicht so schwierig. Wenn das alles glatt liegen sollte, wenn es flach ist, dann muss man hier ziemlich genau arbeiten, ansonsten kriegt man die Karte nicht mehr zu. So, jetzt binde ich noch eine Schleife. Ich denke mal, das ist keine gute Idee. Vor der Kamera klappt es noch weniger als sonst. Ha, fast. Ja, doch, die kann man so lassen. Ja, fertig. Das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich versuche alle 2 Wochen ein neues Tutorial hochzuladen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Bis dahin, viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!